Das ist Milchbad, ist ein Lokal, ist eine Bar, ist ein Treffpunkt, ist ein Restaurant, ist so vieles. Und ich gehe halt jeden Tag einkaufen am Markt und koche halt ein Menü. Das ist der Lumpi. Noch eine Alternative zum Hokkaido-Kürbis. Da gehen wir andere Sachen rum. Mich fragen Gäste auch total irgendwie oft, wie bist du auf das gekommen? Und ich sage, es lag daneben am Markt. Grüß Gott, Herr Goran. Ich bin seit fast 5 Jahren hier, habe hier aufgesperrt und es war halt noch so ein bisschen Brachland, wie viele sagen. Und ja, dann kamen halt die Gäste, die Leute, die Anwohnerinnen aus der Umgebung und haben sich hier getroffen und Ideen ausgetauscht und Initiativen gegründet. Und meine Rolle hier ist halt einfach, glaube ich, die des Vermittlers auch ein bisschen gewesen. Ich bin halt der gewesen, der gesagt hat, hey, ich habe da gehört, dass ihr das macht und die da drüben, die machen was Ähnliches, wollt ihr das nicht gemeinsam machen? Und ja, ich habe halt irgendwie so den Puppenspieler gespielt und halt probiert, die Leute zusammenzubringen. Und das hat, glaube ich, recht gut funktioniert und es ist ziemlich viel passiert hier. Das ist unser Bobo-Town, so diese Zeile da nach oben, wo die neuen Standlerinnen sind. Und auf der anderen Seite haben wir halt so die älteren Etablierten, die ihre Lokale haben. Und da sind halt die älteren Generationen, die älteren Meidlingerinnen zu Gast, die halt gerne noch einen Spritzer trinken, um 8 Uhr in der Früh. Was man hier natürlich auch kann, versteht sich nicht falsch. Aber ja, da gibt es halt so diese zwei Pole, die überhaupt nichts Schlimmes sind. Und das ist auch ein großes Miteinander, das auch funktioniert. Es gibt ja keine Reibereien oder sowas. Aber jeder hat irgendwie so seine Plätze, wo er sie sich wohlfühlt. Also, Meidlinger Markt ist auch so ein bisschen wie das AMS von Meidling. Das hat ein Gast mal gesagt auch. Es ist halt, ich habe viele Stammgäste, die sich hier wohlgefühlt haben und dann gemeint haben, so, ja, es wäre eigentlich total spannend, hier auch was aufzuziehen und alle hatten auch Ideen, die auch umgesetzt wurden. Also die Anna zum Beispiel ist auch einer der ersten gewesen, die hier waren, die immer schon ein Feinkostgeschäft aufmachen wollte und 2 Jahre später steht sie da drinnen und verkauft die Sachen, die sie liebt und die sie kennt. Oder der Alexander Fitz, der oben sein Craft-Beer-Geschäft aufgemacht hat, ist auch so eine Geschichte gewesen. Er ist da gewesen, war Stammgast und ist dann plötzlich mit seinem Geschäft hier. Ja, und das ist großartig. Weil es halt immer noch ein Miteinander ist. Viele sagen immer, Gottes Willen, es ist die große Konkurrenz da und die machen jetzt auch was Neues auf. Aber es ist einfach nur eine Bereicherung, weil jeder mit seinem Konzept andere Leute anspricht, die dann noch herkommen und sich dann halt umschauen und neue Leute herbringen. Das ist halt so ein Schneeballeffekt, so ein kleiner sozialer, der unglaublich schön ist.